wieder Platz nehmen. Eigentlich müssten wir jetzt eine Pause machen, aber wir müssen das durchziehen. Wir machen heute ohne Pause. Und auf meinem Programmzettel steht 30 Minuten. Ich weiß nicht, wie ich so viele Absolventen in 30 Minuten hier absolvieren lassen kann. Vor 2-3 Jahren, als Vorbereitung für die 25-jährige Jubiläumsfeier vom Bibelseminar Bonn, wollten einige wissen, wie viele Studenten denn bei uns absolviert haben. So habe ich mich an die 25 Ordner gemacht und sie durchgewälzt. Und ich kam auf eine Zahl von rund 1000 Personen damals, die bereits vollzeitig studiert haben und absolviert haben. Nun sind wir weit darüber hinaus und heute absolvieren 51 Personen und kommen dazu. Das ist eine große Mannschaft. Vorne sitzen diejenigen, die das Einjährige absolvieren, und als ich jetzt in dieser Woche die Zeugnisse unterschrieben habe, die Noten gesehen habe, dachte ich, warum gehen die alle? Die müssen hier bleiben. Für euch war es ein besonders schwieriges Jahr, glaube ich. Das war so der Corona-Jahrgang, würde man fast sagen. Ja? Ihr habt ein Jahr studiert und das zweite Semester wart ihr fast gar nicht mehr zusammen, musstet ihr zu Hause studieren. Wir haben euch also fast zu wenig gesehen. Ihr müsstet eigentlich weitermachen. Aber ihr habt euch entschieden, das Einjährige zu absolvieren. Das wollen wir auch machen. In der zweiten Reihe sitzen fast alles diejenigen, die das pädagogische Programm gemacht haben. Ihr wart 2 Jahre mit uns und dann ein ganzes Jahr in verschiedenen Gemeinden, Werken. Und wir hatten immer wieder trotzdem Verbindung mit euch. Ihr seid ein besonderer Jahrgang. Also dieses Programm, die Menschen, die sich vorbereiten, besondererweise mit jungen Menschen zu arbeiten, also die sind bei mir hoch angesehen. Dann sind 22 Personen, die das Dreijährige absolvieren. Auch ihr habt geackert, und wenn ich zusammenzähle, wie viele Fächer, wie viele Noten, wie viele Dozenten ihr in dieser Zeit hattet, das war eine ganze Menge. Und nun werdet ihr das Zeugnis in euren Händen halten, und wir sind froh, euch in den Dienst zu verabschieden. Und dann weiter hinten, glaube ich, sitzen die Masterstudenten. Da wird Friedhelm Jung zu euch noch etwas sagen und euch nach vorne holen. Ich werde die Absolvierung mit Heinrich Derksen zusammen machen. Es ist mir eine Ehre, mit dir zusammen die Absolvierung machen. Das Prozedere wird so gehen: Ich werde hier stehen bleiben, ich werde euch nach vorne rufen. Darf ich bitten, dass ihr dann hier in der Mitte stehen bleibt? Dann sage ich ein paar Takte zu euch. Ich würde gerne auch den anderen das mitgeben, was ihr so in 2-3 Sätzen uns geschrieben habt, was das BSB so für euch gewesen ist in der Vergangenheit. Und dann wird Heinrich Derksen euch das Zeugnis überreichen, und dann bleibt einen kurzen Moment stehen für ein Zeugnis, wenn ihr das vorne haltet. Das ist für euch ein gutes Andenken. So versuchen wir trotz Corona-Regeln irgendwie mit Abstand, ohne Hände schütteln, aber mit Desinfektion irgendwie das zu machen. Es ist alles komisch ein bisschen. Die einzigen, die nicht komisch sind, das seid ihr. So, und da freue ich mich drüber. Wir beginnen mal mit Adrienne Chantal Block. Darf ich bitten, dass du nach vorne kommst? Adrienne kommt aus Bielefeld und hat ein Jahr bei uns studiert. Sie absolviert das einjährige Programm. Du wirst nach dem einen Jahr eine Ausbildung zur Industriekauffrau machen. Und als wir gefragt haben, was bei dir so hängen geblieben ist vom BSB, sagst du Folgendes: Ich habe durch meine Zeit am BSB gelernt, wie wertvoll die Zeit des Studiums sein kann. Eine Zeit, wo man seinen eigenen Standpunkt hinterfragt und sich im Glauben weiterentwickelt, anderer Meinungen kennenlernt, um dadurch einen eigenen Weg zu finden. Eine Zeit, in der man die eigenen und die Begabungen anderer zu schätzen lernt, indem man sie vielfältig einsetzt. Oh, viel Inhalt in dieser Aussage. Und Adrienne, herzlichen Glückwunsch zur Absolvierung des einjährigen Programms. Ja. 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 Johanna Dück. Johanna Dück kommt aus der Mennonitengemeinde Neuwied. Ich werde ein paar Takte schon sagen, während die Studenten hier hochkommen, damit wir Zeit sparen. Und nach dem BSB schreibt sie: Ich werde nach dem BSB wieder in den eigenen Job gehen, als zahnmedizinische Fachangestellte arbeiten und weiter in der Gemeinde dienen. Das freut uns am meisten, ja, dass du auch engagiert in der Gemeinde sein möchtest. Dein Statement ist: Gott hat durch das BSB meine Beziehung zu seinem Wort und dadurch auch zu ihm komplett verändert. Ich habe ihn und sein Wort immer mehr lieben gelernt. Herzlichen Glückwunsch zur Absolvierung des einjährigen Programms.
Dann Daniel Grunau. Daniel Grunau kommt aus Nümbrecht, nicht weit von hier entfernt, glaube ich. Er hat sich ein Jahr lang auch investiert. Und Daniel, du hast viele Werkzeuge mitbekommen für dich persönlich, aber auch für den Gemeindedienst. Und wir wünschen dir Gottes Segen, dass du auch diese einsetzt. Herzlichen Glückwunsch zur Absolvierung des einjährigen Programms. Dann haben wir Caroline Kaiser. Caroline kommt aus Heimatsheim, ist aber in der Gemeinde, in der evangelischen Freikirche Bornheim. Sie wird nach dem einjährigen Programm jetzt ein Studium für Psychologie machen. Eine sehr, sage ich mal, herausfordernder Beruf dann später. Dein Statement ist ganz kurz: Gott hat durch das BSB meinen Horizont erweitert. Das ist schön. Passt zur Predigt. Herzlichen Glückwunsch zur Absolvierung. Es absolviert Mario Klassen das einjährige Programm. Mario kommt aus Hasewinkel, aus der Gemeinde und geht dann zurück wieder an seinen Beruf. Und du schreibst über das einjährige Programm: Gottes Wort mehr schätzen und lieben gelernt hast du. Das freut uns unheimlich. Herzlichen Glückwunsch zur Absolvierung. Applaus.